Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es bereits gelesen, wir wollen ein bisschen was vergleichen. Aber den Vergleich machen wir erst nach unserem Intro. Wir wollen jetzt einfach mal einen Vergleich einstellen zwischen einem Kompressorkühlschrank und einen Absorberkühlschrank. Absorber ist auf jeden Fall schon mal einfacher auszusprechen. Für dich ja. Aber was ist schon mal der Unterschied? Absorberkühlschrank, das kann ich noch erklären, deshalb mache ich diesen Part gerade, hat natürlich einen super Vorteil. Du kannst ihn mit Gas betreiben, du kannst ihn mit Strom betreiben und du kannst ihn mit 12 Volt betreiben. Da hast du recht. Also 230 Volt. Genau, 230 Volt und es gibt die 12 Volt. Also damit ist er schon mal extrem flexibel einsetzbar. Ein Kompressorkühlschrank, der geht ja im Endeffekt nur über 12 Volt, oder? Das ist korrekt. Nur 12 Volt, also nicht mal Strom? Nein, nur 12 Volt. Immer nur 12 Volt. Das ist schon mal, man merkt schon den Unterschied zwischen diesen beiden. Ja, jetzt ist aber die Frage, was ist trotzdem besser? Also rein von dem könnten wir sagen, der Absorber hat schon mal jetzt einen Punkt bekommen, weil er hat natürlich drei Arten. Genau, das ist halt immer die schöne Diskussion, die es auch überall zu führen gibt, was sich viele die Fragen stellen, was soll ich eigentlich nehmen? Jeder muss natürlich da das Modell selbst wählen können, denn es gibt viele Vorteile und es gibt auch bei allen Modellen auch Nachteile. Zum einen habe ich die Vorteile bei einem Absorberkühlschrank, dass ich sehr autark bin. Also das heißt, ich kann über einen längeren Zeitraum, über die Gasflasche dementsprechend den Absorber betreiben. Nur wenn du unter Gas ihn nutzt. Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte noch. Natürlich nur im Gasbetrieb. So, im Gasbetrieb verbraucht er auch nicht viel. Also ich sag mal so, man kommt ungefähr mit einer Gasflasche 11 Kilo, so weiß ich nicht, laut Herstellerangaben bestimmt 42 oder 40 Tage ungefähr locker mit hin. Wenn man denn nichts weiter benutzt, natürlich würde man ja auch noch kochen und Co. Vom Stromverbrauch her ist das wirklich echt imaginal, sehr, sehr gering. Also wir reden da über, 0,2 Ampere auf Dauer. Also das ist... das ist nicht viel dementsprechend. Das heißt, den großen Vorteil haben wir natürlich. Auch können wir den Absorberkühlschrank natürlich mit 230 Volt betreiben. Da muss man allerdings sagen, hat er natürlich auch einen hohen Verbrauch. Also das heißt, kW-technisch, da gehen so einige Kilowattstunden natürlich durch. Und 12 Volt? Und 12 Volt. Da geht auch ordentlich was durch. Den sollte man natürlich nur betreiben, wenn man dann auch während der Fahrt unterwegs ist. Diese 12 Volt sind deswegen natürlich gut, wenn man zum Beispiel keinen Crash-Sensor hat, dann muss man ja das Gas abdrehen, dementsprechend darf man über Gas nicht betreiben, dann würde der Kühlschrank gar nicht laufen können. Also braucht man auch 12 Volt. Während der Fahrt werden die Batterien ja eh geladen, aber man muss auch sagen, das, was der Absorberkühlschrank dann an Strom dort wegnimmt, das ist natürlich weniger. Gerade bei diesen neuen Motoren, die Euro 6D Temp Motoren, die ja sowieso nicht so viel, oder Lichtmaschinen, die nicht so viel Strom versorgen, dann ist natürlich das weniger für die Batterie, um das aufzuladen. Also muss man da auch immer ein bisschen aufpassen. Ja, das ist, glaube ich, erstmal so das Grund zum Absorberkühlschrank. Kompressorkühlschrank, der geht nur 12 Volt, geht also nur über Batterie, das heißt, man braucht schon ein gutes Batteriemanagementsystem und natürlich mindestens zweite Aufbaubatterie. Ja. Wenn man Lithiumbatterie hat und wenn man Solarendach hat, ich glaube, dann ist der Kompressorkühlschrank nicht. Ich erinnere mich noch daran, weil ihr wisst ja, in welchem Malibu gerade wir sitzen, anhand der Polster kennt ihr das. Da muss man einfach sagen, unsere Kompressor-Kühlbox, die hat geile Sachen gemacht. Also war kalt, das war super. Da hatten wir nie Probleme. Aber wir hatten immer darauf geachtet, na, funktioniert das mit dem Strom? Aber wir hatten eine Solaranlage am Dach. Deshalb war eigentlich für uns das Thema dann nicht mehr da. Ja, auch nie Probleme, auch im Sommer. Das heißt, vom Stromverbrauch her, beide können ja über 12 Volt laufen. Vom Stromverbrauch her ist im 12 Volt Bereich natürlich der Kompressor-Kühlschrank nicht so stark belastet wie der Absorberkühlschrank, das muss ich nochmal dazu sagen. Aber von der Kühlleistung her gibt es halt da dementsprechende Unterschiede. Ein Absorberkühlschrank, muss man sagen, der hat so eine gute Regeltemperatur, so zwischen 15 und 25 Grad. Da läuft der wirklich optimal und sehr gut. Alles, was dort drüber hinaus oder dort drunter geht,
Da muss man dann halt ein bisschen Hilfsmittel anwenden. Zum Beispiel im Sommer, wenn es zu warm wird, dementsprechend mit einem zusätzlichen Lüfter. Aber auch irgendwann ist der an den Grenzen und dann ist die Kühlleistung auch dementsprechend weniger da. Und wenn es in die Tiefe geht, also in die tieferen Temperaturen, dann gibt es draußen, haben wir sozusagen so ein Blech davor oder beziehungsweise einen Kunststoffschutz davor, um dementsprechend weniger Kälte hineinzulassen in die Zirkulation. Wir stehen jetzt vor dem Kühlschrank, und zwar vor einem Absorberkühlschrank. Speziell gucken wir uns den bei uns in dem Malibu Van an, was dort verbaut ist, der Kühlschrank. Also zu dem können wir auch ein bisschen Erfahrungsberichte sagen. Zu anderen ist es vielleicht unterschiedlich. Natürlich, hier oben die Wahl, welche Energieart wir denn nehmen wollen, ist auch klar. Man kann halt die Stärke einstellen. Und wir gucken mal in diesen Kühlschrank hinein. Im Kühlschrank befinden sich solche genannten Kühlrippen. Diese Kühlrippen braucht man auch für den Absorberkühlschrank, denn ansonsten kann er die Kälte dann dementsprechend nicht abgeben. Ein großer Vorteil bei diesem Kühlschrank ist natürlich auch, wir haben keine Verschleißteile. Das heißt, es zirkuliert ein Kältemittel, was durch Schwerkraft dort zirkuliert wird. Allerdings muss das Auto dafür auch immer gerade stehen. Ansonsten reduziert sich auch hier die Kühlleistung. Wir haben festgestellt, dass wir im Gefrierschrank haben wir so um die minus 3 Grad nur. Bei minus 3 Grad ist dann schon so einiges manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also gerade Eis zum Beispiel, schon sehr Softeismäßig. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Also schon irgendwie so ein bisschen aufgetaut oder es wirkt zumindest aufgetaut. Daher ist die Kühlleistung, gerade auch was das Eisfach betrifft, man kann was mitschleppen, ja, man kann auch was kühl halten oder gefroren halten, aber so wirklich gut ist sie natürlich dabei nicht. Der Kühlschrank selber ist hier top, da haben wir gar keine Probleme, denn der ist echt kalt, auch im Sommer gewesen. Also da muss ich sagen, die Lebensmittel waren alle immer frisch und schön kühl. Was wir hier jetzt nochmal machen, wir schauen uns jetzt auch nochmal die Außenseite an, denn außen ist in diesem Fahrzeug natürlich auch was anders, aber das gucken wir uns jetzt draußen an. Da wir aktuell natürlich so um die 3 Grad haben, befinden wir uns auch im Wintermodus. Wir haben dieses Blech hier oder beziehungsweise dieses Kunststoffteil hier reingesetzt. Das ist einfach reingeklickt mit einem System, dass das dann dementsprechend hält, geht auch dann nicht mehr ab. Das heißt, wir haben hier dementsprechend Schutz. Allerdings muss man sagen, wenn man diesen Schutz im Sommer dran hat, dann würde dieser Kühlschrank natürlich immer mehr lüften und lüften und lüften und nicht die Kühlleistung haben. Das heißt, im Sommer das Ding ab und dann haben wir, wie es hier unten aussieht, ich sag mal, hier sieht man diese Lamellen, das geht über die gesamte Front und da hat er dann dementsprechend mehr Kühlleistung oder beziehungsweise mehr Lüftung. Eins muss man auch noch dazu sagen, bei uns ist es so, hier in diesem Fahrzeug, das kann ich so sagen, wir haben auf einem Berg gestanden, es war windig und man steht vor dem Kühlschrank und man merkt auf jeden Fall den Wind da drinnen. Ich habe gehört und ich habe auch gesehen, dass es nicht in jedem Fahrzeug so ist, aber in diesem Fahrzeug ist es speziell wirklich so, dass man vor dem Kühlschrank steht und es zieht einfach ins Fahrzeug rein. Diese Öffnung an diesem Fahrzeug mit einem Absorberkühlschrank haben wir natürlich auch nur hier, das heißt zusätzliche Öffnung. Auch oben auf dem Dach, denn da geht das Abgas weg und die dementsprechend andere Wärme. Da blenden wir euch jetzt mal kurz ein Foto dazu ein. Das fehlt natürlich beim Kompressorkühlschrank. Dementsprechend haben wir auch weniger Lüftung. Also man kann es positiv und kann es negativ sehen. Die weniger Lüftung heißt natürlich, wir haben vielleicht mehr Feuchtigkeit im Auto und wir müssen anderweitig lüften. Und der Vorteil dabei vielleicht ist aber auch, dass wenn es sehr windig ist, keine großartige Kälte oder sowas ins Fahrzeug eindringen kann. So viel erstmal zum Thema Absorberkühlschrank. Damit wir euch jetzt den Unterschied zu einem Kompressorkühlschrank zeigen können, müssen wir jetzt das Fahrzeug wechseln und dafür klatschen wir einmal in die Hand und dann ist alles anders und ein Kompressorkühlschrank ist auf einmal da. Und schon sind wir in einem anderen Fahrzeug. Ihr würdet jetzt sagen, wo ist denn der Unterschied dran? Erstmal an den Klamotten seht ihr, es ist halt ein anderes Fahrzeug, weil ich habe andere Klamotten an. Am Polster her erkennt man es nicht, weil, das wisst ihr alles, ihr habt unsere ganzen Videos schon gesehen. Wenn nicht, guckt mal in unsere Mediathek, in unserer Playlist rein. Da seht ihr auf einmal, wieso, weshalb, warum das mit dem Polster gleich ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Kompressor-Kühlschrank hier on board. Und das wird euch Stefan jetzt erklären, was der Unterschied zu den Absorberkühlschrank, den ihr eben gerade gesehen habt, also was der Unterschied ist. So, den ersten Unterschied sehen wir haben hier oben nicht mehr die Blende von wegen Auswahl der Energieart.
die fehlt einfach. Ist ja auch gar nicht notwendig, denn wir haben ja nur eine. Also würde ich sagen, schauen wir doch mal rein. Denn von außen sieht er sonst ja eigentlich relativ gleich aus. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und ja, was haben wir hier? Ein Drehregler. Dieser Drehregler. Hierüber wird im Prinzip die Energie, also sprich die Stärke, die Kühlleistung eingestellt. Das Ganze funktioniert hier mit einem Bimetall. Das heißt, ich drehe ihn hoch und dann fängt er an zu laufen. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Es brummt einfach und das ist der erste Nachteil natürlich bei so einem Kühlschrank, nämlich einem Kompressorkühlschrank. Er macht wesentlich mehr Krach. Ja, ansonsten von der Größe her, hier drinnen haben wir natürlich das, der Vorteil, dass die Kühlrippen nicht da sind. Also haben wir auch hier viel mehr Platz dort drinnen. Wir haben nämlich hier 90 Liter anstatt, ich glaube der andere hat 85 oder 80 Liter. Genau. Und das Eisfach selber hier, da kann ich sagen, das ist gut gekühlt. Und wir können ja mal aufs Thermometer schauen. Und wir haben hier minus 14 Grad. Und der steht auf Stufe 5 oder beziehungsweise 4 so ungefähr. Das heißt, wir haben hier wesentlich mehr Kühlleistung, was das Eisfach betrifft. Und können natürlich auch Eissachen viel besser gefroren halten. Ja, ich stelle ihn wieder runter auf 5, denn das reicht eigentlich. In der Regel und in der Nacht kann man den auch noch mal ein bisschen weiter runterstellen, damit er nicht ganz so laut ist. Aber ihr müsst euch im Bewusstsein, ein Kompressorkühlschrank schaltet in der Nacht auch immer mal wieder ein. Und wir haben hier festgestellt, wenn er in der Nacht nicht läuft, dann wird es im Gefrierfach auf jeden Fall nicht mehr so ganz frostig sein. Also das heißt, so auf kleiner Stufe muss er schon über die Nacht laufen. Und dann haben wir auch so um die 3 Grad nur minus. Das ist halt der Nachteil an dieser ganzen Geschichte. Aber wenn wir denn das brauchen und wenn wir die Kühlleistung brauchen, dann ist sie auch da. Auch bei hohen Außentemperaturen ist das kein Problem. Ein Unterschied bei dem Kühlschrank hier, also sprich, das ist ja ein Dometics-Kühlschrank. Der andere war nach meinem Kenntnis auch ein Dometics. Und bei beiden Dometics, das heißt, wir können wunderbar vergleichen, ist zum Beispiel hier der Pünnüppel. Hier ist es einfach nur so ein Pünnüppel rein und schon ist der offen. Bei dem anderen musste man reinklicken. Ich finde das beim Absorberkühlschrank ein bisschen besser, dass das runter ist, weil man hat so einen kleinen roten Strich gehabt, dass man genau erkennen konnte, ist der zu oder ist der nicht zu. Wir haben von anderen YouTubern gehört, dass man ab und zu vergessen hat, dass das Ding zugeht und dann macht das Ding plopp und ist alles auf und alles fällt raus. Ist uns noch nicht passiert, aber ich klopfe auf Holz, dass das natürlich nicht passiert, obwohl hier ein bisschen Pseudoholz. Was wir auch haben, ist, dass hier mehr Platz ist. Wie hat Stefan so schön gesagt, der Tanzbereich ist mehr frei, hat aber den Nachteil, hier haben wir unser Haken, das hat nicht mehr gepasst, aber das ist nicht so schlimm. So, Tür machen wir zu, weil muss ja nicht sein. Auch ein Unterschied ist, hat Stefan euch gerade erst gezeigt, draußen haben wir ein Loch im Wagen. Nicht ein Loch im Eimer, sondern ein Loch im Auto. Das haben wir hier natürlich nicht, das zeigen wir euch jetzt gerade mal eingeblendet. Das ist natürlich bei einem Kompressorkühlschrank nicht der Fall. Es ist ein geschlossenes Fahrzeug, so wie wir es gerne haben wollen. Und ja, ich glaube, sonst kann man mehr dazu einfach gerade nicht sagen. Das ist also der direkte Vergleich. Kompressorkühlschrank, stimmt gar nicht, Absorberkühlschrank zum Kompressorkühlschrank. Ich muss mich auch tausendmal entschuldigen. Ich glaube, ich verwirre euch öfters, weil ich diese beiden Begriffe immer durcheinander werfe. Ich hoffe, in diesem Video ist es euch ein bisschen klarer. Absorber, das war in unserem Kuwi. Das ist das, was wir nicht bestellt haben. Kompressor ist das, was wir bestellt haben in unserem Buggy und was auch so geliefert worden ist. Genau. Ich würde jetzt noch gerne noch was kurz noch mal zum Stromverbrauch sagen. Und zwar zum Stromverbrauch, wenn wir stehen. Der Stromverbrauch, wenn wir stehen, ist natürlich bei einem Kompressorkühlschrank wesentlich höher. Wenn dieser einschaltet, haben wir so, wir haben ja ein Batteriemanagementsystem, haben wir so um die 3,5 bis 4 Ampere, die er... In der Spitze sogar bis 5. Ja, bis 5, na gut, kommt drauf an. Wir haben auch manche andere Verbraucher noch. Nee, die sind alle nicht dabei gewesen. Okay, also in der Spitze sogar bis 5 Ampere, was der Kompressorkühlschrank natürlich verbraucht. Beim Absorberkühlschrank war es so, dass er generell eigentlich nur 0,2 Ampere verbraucht hat. Es sei denn, es war Sommer. Denn im Sommer kam noch ein Lüfter, der dort eingebaut war. Den hat Malibu also mit verbaut. Der dann im Prinzip die Zirkulation ein bisschen anregen soll, damit die Kühlleistung besser wird.
Und dann verbraucht er auch ein bisschen mehr. Aber da waren wir so um die 0,8 Ampere. Also das heißt, ihr merkt schon, das ist natürlich eine ganz erhebliche Ecke weniger Energieverbrauch als ein Kompressorkühlschrank. Also man muss sich bewusst sein, man braucht die Energie im Stand, sprich über Batterien, über Pufferspeicher. Absorber, diese 0,paar Ampere ist natürlich, wenn ihr ihn im Gasbetrieb nutzt. Denn natürlich. Dafür ist der Absorber da. Der Absorber ist eigentlich im klassischen Sinne im Standbetrieb Gas. Gas. Ja. Und nicht in 12 Volt. Da können wir euch nur abraten, weil das ist dann ist er nach meinem letzten Kenntnisstand, den ich mal gelesen habe, ist der Absorber dann sogar noch höher im Verbrauch als der Kompressorkühlschrank. Wenn man den über 12 Volt betreibt, dann ja. Also hier in Malibu konnten wir den auch über 12 Volt betreiben und da hatten wir sowas von 7 oder 8 Ampere sogar. Also das heißt, ihr merkt, das ist nochmal viel mehr. Also wirklich nur für den Batteriebetrieb. Genau. Und das läuft dann auch noch länger. Das darf man auch nicht vergessen, denn der Kompressorkühlschrank schaltet dann doch schon nochmal eher ab, denn der Absorberkühlschrank schaltet über einen längeren Zeitraum auf so viel Ampere und dann hast du natürlich noch mehr Verbrauch. Das ja. So viel zum Absorber-Kompressor-Verbrauchsvergleich. So ist es. Und jetzt unser persönliches Fazit. Genau. Persönliches Fazit, ja. Genau, das ist unser persönliches Fazit. Obwohl es heißt persönliches Fazit, aber wir müssen es nochmal erklären. Weil dieses Thema ist natürlich ein super Streitthema unter Campern. Absorber gegen Kompressor. Ba, 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 ba. Jeder findet da seine Lieblinge und jeder hat seine Bereiche, wo er sagt, das ist aber für mich das perfekte Vorteil. Und deshalb ist es mein persönliches, dass ich den Absorber mag. Oder wie wir den Kompressor. Genau. Und warum das so ist? Das ist nämlich so, weil wir Wert drauf legen, Eis zu haben. Also sprich, wir ordentlich Kühlleistung zu haben. Ja, genau. Also wir essen gerne mal ein Eis und wir haben auch gerne mal irgendwas im Gefrierschrank, wie zum Beispiel Brötchen. Da möchte ich auch nicht gerne, dass die aufgetaut sind, sondern die sollen auch über eine längere Zeit halten. Es gibt ja mittlerweile gute Möglichkeiten, um Puffer dementsprechend in einem Wohnmobil gut aufzustocken. Das haben wir auch hier getan, denn wir haben eine Lithiumbatterie. Und mit der Lithiumbatterie muss man sagen, ist das kein Problem für uns. Überhaupt nicht. Und trotzdem, das müssen wir sagen, haben wir den Plan. Weil wir, was wir nicht glauben, ist einfach, dass man 4 Tage am Stück autark stehen kann mit einem Kompressorkühlschrank und einer Dieselheizung. Genau. Zumindest im Winter. Im Sommer hast du die Dieselheizung nicht dabei. Also die ist dann ganz wenig, die dann nur produziert. Das glauben wir nicht. Wir werden uns, weil wir sind ja mitten im Winter und trotzdem ist es sehr schön hell, wir werden uns noch zu unserer Lithium-Ionen-Batterie noch ein Solarpanel draufbauen, um einfach wirklich die absolute Sicherheit zu haben. Wir haben die Gewichtsprobleme nicht, deshalb funktioniert das. Also deshalb ist für uns der Kompressorkühlschrank aufgrund der Kühlleistung, und das muss man auch sagen, wir stellen eine Weinflasche rein. Die ist innerhalb von einer halben Stunde ist die kalt. Eiskalt. Und zwar also, so wie, genial. Und gerade bei Weißwein muss ein bisschen kühler sein, nicht eiskalt, das ist nicht so gut. Aber, naja, aber richtig kalt ist es. Im Sommer ist es halt dann richtig schön angenehm. Und das haben wir schon gesehen mit unserer Kompressor-Kühlbox. Das sind wir verwöhnt. Wir sind kompressortechnisch verwöhnt, dass wir da halt immer schöne Sachen hatten, dass wir sagen können, wir holen eine Weinflasche raus. Und Schwiegereltern haben aus ihrem Absorberkühlschrank eine Weinflasche rausgeholt und haben gesagt, das ist der absolute. Das ist fast der handwarm, wollte ich gerade sagen. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber. Aber auch 32 Grad, das muss man dazu sagen. Ja. Wir sind Fans von Absorber. Wir sind nicht Fans von Absorber. Wir sind Fans von Kompressorkühlschrank. Genau. Das ist halt diese beiden Begriffe. Also auf jeden Fall, wir sind Fan von Kompressorkühlschrank. Und ja, er ist sehr laut. Ich musste teilweise wirklich mit Oropax schlafen, weil ich schlafe ja direkt da dran. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Zurzeit, wir probieren es einfach mal andersrum zu schlafen. Unter der Heizung. Das geht momentan, weil sie halt wirklich loslegt, die Heizung, wenn wir langsam aufstehen wollen. Ja, oder halt in der Nacht, dann ist sie sehr leise, das geht eigentlich da, auch noch. Also ich höre die nachts gar nicht, aber ich höre den Kühlschrank. Und wenn ich mit Oropax schlafen muss, das finde ich jetzt nicht so schön. Deshalb versuchen wir es mal andersrum. Ist halt blöde, weil das Fenster auf der einen Seite ist, aber... Ist aber eine gute Variante. Auf jeden Fall ein Tipp von uns, wenn ihr einen Kompressorkühlschrank habt und euch geht das Geräusch auch auf den Sack, dann dreht euch einfach mal um, probiert es mal andersrum auszuschlafen. Also wenn ihr Längsbetten habt, ist das auch nicht das große Problem, weil dann liegt man eigentlich weit genug. Also andersrum zu schlafen, meine ich in die Richtung des Fahrers mit dem Kopf. Ja. Na, also auf der Fahrerseite den Kopf. Also nicht auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Dann. Nein, das bringt ja dann nichts. Aber wir können damit leben. Wir sind froh, den
Kompressorkühlschrank zu haben. Wir waren auch froh, dass wir den Absorber testen können. Wir haben den kleinen Nachteil gehabt, dass wir einen wahrscheinlich schlechteren Absorber haben, weil diese Kühlung über den Schlitz, das was Stefan euch ja gesagt hat, das darf eigentlich so gar nicht sein. Also unser Händler hat gesagt, dass es eigentlich nicht, das kann nicht sein. Da hat man dann vergessen, eine Folie einzuziehen oder was auch immer. Ich kann es nicht mehr dazu sagen, das hat unser Händler dazu gesagt, das heißt, da gab es einen Produktionsfehler, meint er, oder ob das ständig jetzt mittlerweile bei Malibu so ist, ich weiß es nicht, das kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe aber nicht, weil das war schon sehr unangenehm. Ja, so, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid informiert, wie gesagt, es gibt ein Für und Wider zwischen Absorber und Kompressor. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Es gibt Vorzüge eines Absorbers, es gibt Vorzüge eines Kompressors. Und im Endeffekt, ihr müsst es entscheiden. Und da können wir euch raten, mietet euch einfach im Vorfeld vielleicht ein Fahrzeug. Probiert's aus, genau. Mit beiden Sachen. Wochenende ist, finde ich, persönlich zu kurz. Macht mal eine Woche draus. Sollte man eh tun. Wir waren lang genug Camper, dass wir das nicht getan haben. Wir hatten die Vorsachen. Aber wir hatten auch eine lange Zeit ein nicht unser Wunschfahrzeug. Und jetzt haben wir unser Wunschfahrzeug. Also von daher, da durften wir auch mal reinschnuppern eine Länge. Wir konnten alles. War schon schön. Wir konnten alles testen. Solltet ihr auch machen. Und wir machen jetzt hier Schluss. Haben schon viel zu lange wieder gelabert. Ich weiß, aber ab und zu gefällt es euch auch. In diesem Sinne, bleibt gewogen, bleibt gekühlt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.